Die Energiemärkte sind ja nun schon seit Monaten durch extrem hohe Preise geprägt und wir haben dadurch eine extrem hohe Beratungsnachfrage. Und daher wollen wir mit dieser Veranstaltung und diesem Vortrag heute ein zusätzliches Angebot schaffen, damit Sie sich informieren können. Wir werden heute auf folgende Punkte dabei eingehen. Zum einen haben ja mehrere Grundversorger extrem hohe Neukundenpreise eingeführt und da möchten wir gerne sagen, was Sie dann tun können, wenn Sie davon betroffen sind. Andere Anbieter haben die Belieferung vorzeitig eingestellt und ihren Kunden gekündigt, obwohl der Vertrag eigentlich noch weitergelaufen wäre. Und auch darauf möchten wir eingehen. Und Sie benötigen eventuell jetzt einen neuen Anbieter und auch hierzu möchten wir einige Tipps geben. Noch eine kurze Vorstellung, wer führt heute durch die Veranstaltung? Mein Name ist Christina Wallraff. Ich bin Betriebswirtin und Referentin für den Energiemarkt bei der Verbraucherzentrale NRW. Und mache die Veranstaltung heute zusammen mit meinem Kollegen Holger Schneidewind, der Energiejurist ist bei der Verbraucherzentrale, und Gregor Hamanni, der auch Jurist ist und den Chat betreut. Wir werden jetzt erstmal unsere Inhalte vorstellen und am Schluss gibt es dann auch noch die Gelegenheit, dass wir auf Fragen eingehen, die ja in den Chat gestellt werden. Wir müssen mal schauen, ob wir die Zeit haben. Je nachdem, wie rege der Chat ist, auf die meisten Fragen einzugehen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir auch wirklich viele Informationen rund um das Thema hohe Energiepreise auf unserer Internetseite haben, auch so eine Seite zu Frequently Asked Questions, also häufig gestellten Fragen und Antworten dazu bereitgestellt haben. Und alle Informationen rund um das Thema gestiegene Energiekosten, hohe Energiepreise können Sie finden unter der Seite www.verbraucherzentrale.nrw/Energiepreise. Jetzt möchte ich gerne erstmal abgeben an meinen Kollegen Holger Schneidewind, der auf die rechtlichen Themen eingehen wird. Guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einführung, Christina. Kommen wir also jetzt zu meinem Teil des Vortrages. Ich möchte Hilfestellungen geben für alle, die davon betroffen sind, dass sie möglicherweise von ihrem Energieversorger kurzfristig rausgeworfen wurden, also eine Kündigung bekommen haben oder einfach die Belieferung eingestellt worden ist. Das ist die erste Haltestelle, die viele Verbraucher mitgemacht haben. Und die folgende Haltestelle haben dann auch sehr viele Verbraucher mitgemacht, nämlich dass man rausgeworfen wurde und dann in die Grundversorgung, in die sogenannte gefallen ist und da von einem hohen Neukundentarif sozusagen empfangen worden ist. Diese beiden Problemkreise möchte ich beleuchten und auch Hilfestellung geben. Ich möchte anfangen mit dem ersten Komplex, dass der ein Energieversorger einem eine kurzfristige Kündigung ausgesprochen hat oder die Belieferung eingestellt hat, obwohl das Vertragsverhältnis eigentlich noch länger läuft, auch die Preisgarantie noch länger läuft. Das halten wir für unzulässig. Verträge sind einzuhalten und deswegen kann man als Versorger nicht einfach so raus. Und diese Unternehmen, Stromio, Gas.de, Immergrün, die sind auch gar nicht insolvent. Die sind also solvent, die können also auch noch liefern und zahlen. Die könnten, und deswegen stellen sich zu Recht Verbraucher die Frage, ob man nicht die Wiederbelieferung hätte fordern können oder sollen. Und rein rechtlich ist das möglich. Denn diese Unternehmen könnten irgendwann wieder liefern. Man muss sich aber sehr gut fragen, ob man das wirklich machen will, ob das finanziell sinnvoll ist. Zum Beispiel, weil die Laufzeit noch sehr lange dauert und ob es praktikabel ist. Und das kostet natürlich Energie und wird nicht einfach. Wer das machen will, den unterstützen wir mit einem Musterbrief, den wir auf unserer Seite online gestellt haben. Das ist aber nicht die Vorgehensweise, die wir empfehlen. Wir würden sagen, lieber ein Schrecken mit Ende. Also das Verhältnis gegenüber diesen Versorgern abwickeln und Schadensersatz geltend machen. Der Schaden sind die Mehrkosten zwischen dem Tarif, den ich jetzt habe, der wahrscheinlich teurer ist, der Kilowattstundenpreis. Und zwar gerechnet auf die Restlaufzeit. Also wie viel verbrauche ich wohl noch bis zum eigentlichen Ende des Vertrages?
Und daraus zusammen mache ich einen Schadensersatzanspruch. Wir haben hierfür auch einen Musterbrief online gestellt. Den sehen Sie rechts als Bild angeteasert. Den finden Sie auf unserer Seite. Wenn Sie diese Option machen wollen, dann sollten Sie in einem ersten Schritt das Verhältnis gegenüber diesem Anbieter, gas.de, Immergrün, Stromio oder andere, die auch noch kommen könnten, bereinigen. Das heißt, die Lastschriften und Daueraufträge kündigen, den Zählerstand ablesen und dem alten Versorger, dem neuen Versorger, vielleicht Grundversorger und auch dem Netzbetreiber mitteilen. Die Höhe der Kosten bis zu dem Zeitpunkt der Kündigung sollte man sich anschauen und mit den Abschlägen, die man bis dahin bezahlt hat, vergleichen und merken. Und dann den Anbieter schriftlich zur Zahlung des Schadensersatzes auffordern. Und wichtig, das auch jetzt zu machen, nicht erst zu warten bis zum eigentlichen Ende des Vertragsverhältnisses, sondern jetzt. Und zusätzlich, nachdem man auf den Versorger zugegangen ist, kann man auch die Schlichtungsstelle Energie einschalten. Die sind dafür da und das erhöht die Erfolgsaussichten, weil es auch den Druck auf die Versorger erhöht. Dann fragt man sich, wie man den Schadensersatz geltend machen kann. Wie gesagt, wir haben dafür Musterbriefe bereitgestellt auf unserer Seite, finden Sie da. Es gibt gegen Stromio auch eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Hessen. Der kann man sich anschließen und sollte man sich auch anschließen. Sie können aber auch sagen, Sie machen es selbst, zum Beispiel, weil Sie eine Rechtsschutzversicherung haben und Sie schalten selbst einen Rechtsanwalt ein. Man kommt dazu am Gerichtsverfahren, kann man auch machen. Es gibt auch neuartige Angebote, sogenannte Legal Tech Angebote, die kaufen Ihnen quasi Ihre Schadensersatzforderungen ab und machen das bei ganz vielen Verbrauchern und gehen dann für viele Verbraucher gegen diese Anbieter vor. Klar ist aber auch, dass diese Unternehmen nicht gemeinnützig sind, sondern die wollen natürlich auch Geld verdienen. Das heißt, die lassen sich dafür das auch bezahlen. Das muss man nur wissen und das muss auch klar sein, bevor man das macht. Das heißt, man sollte verstanden haben, was das Geschäftsmodell dieser Anbieter ist. Dann stellt sich Verbrauchern die Frage, ob man Vergleichsangebote zu diesem Schadensersatz annehmen soll. Es wird so kommen oder es kann sehr gut sein, dass diese Anbieter Stromio, gas.de, Immergrün Ihnen auf Ihre Schadensersatzforderung hin ein Angebot machen, was in der Regel nicht so hoch sein dürfte wie der Betrag, den Sie geltend gemacht haben. Teilweise hören wir davon, dass es sehr geringe Vergleichsangebote sind, teilweise aber auch hohe. Das zeigt aber auf jeden Fall, dass dieses Vorgehen durchaus erfolgsträchtig sein könnte. Jeder muss dann prüfen, ob dieses Vergleichsangebot akzeptabel ist. Wenn es zu niedrig ist für jeden, dann sollte man nachverhandeln und kann auch nachverhandeln. Und man kann das auch ablehnen und dann den Schadensersatz gerichtlich geltend machen oder halt mit der Musterfeststellungsklage oder Legal Tech. Das Risiko ist natürlich, dass wir nicht wissen, wie lange es diese Unternehmen gibt. Und das müsste man in jeder für sich selbst entscheiden, ob er den Ball wieder rüberspielt, um wirklich den Schadensersatz in voller Höhe zu bekommen. Und wir haben von solchen Fällen erfahren, dass Verbraucher wirklich den gesamten geltend gemachten Schadensersatz bekommen haben. Insofern kann es sich lohnen, den Ball immer wieder rüber zu spielen und diese Anbieter auch zu zermürben. Oder man entscheidet sich dazu, das Geld doch mitzunehmen. Eine weitere Frage, die sich viele stellen, ist, dass diese Anbieter, die einem gekündigt haben, ja eine Schlussrechnung erstellen und auch mitteilen. Und diese Anbieter dann sagen, ich habe noch eine Nachforderung, weil die Abschläge bisher nicht ausgereicht haben. Und dann stellt sich die Frage, kann ich eigentlich meinen Schadensersatzanspruch gegen diese mögliche Nachforderung aufrechnen? Das Problem an dieser Sache ist, dass man den Schaden ja jetzt geltend machen sollte, überschlägig. Und man ja dann nicht genau beziffern kann, wie viel man tatsächlich bis zum Ende der Laufzeit verbraucht hat. Und diese Nichtbezifferbarkeit ist rechtlich ein kleines Problem. Und deswegen sollte man gegenüber dem Anbieter von einem Vergleich sprechen und beides also zusammenwerfen und dann dem Anbieter einen Vergleichsvorschlag machen,
der die Schadensersatzforderung, die eigene Schadensersatzforderung verrechnet mit der Nachforderung des Unternehmens, wenn denn die Nachforderung überhaupt in Ordnung ist. Das sollte man gut prüfen bei diesen Anbietern, ob diese Nachforderung überhaupt gerechtfertigt ist. Ein Spezialfall ist die Firma Immergrün, das waren die ersten im Oktober, die damit angefangen haben. Die haben sehr hohe Abschläge plötzlich gefordert, also eine Abschlagserhöhung vorgenommen und danach auch noch Belieferungsstopps. Ein Gericht hat schon im Dezember gesagt, dass diese Abschlagserhöhung nicht in Ordnung war und natürlich auch der Belieferungsstopp nicht in Ordnung war. Die Bundesnetzagentur hat dann im Februar, 2 Monate später, dasselbe bestätigt. Diese Abschlagserhöhungen und diese Belieferungsstopps waren dann auch unzulässig. Wir haben konkret für diese Fälle konkretere Handlungsempfehlungen aufgestellt, die Sie auch online finden. Die sind nahezu identisch mit den Handlungsempfehlungen, die ich eben dargestellt habe. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Bereich, dass diese Verbraucher, die von ihren Anbietern unzulässig, rechtlich unzulässig rausgeworfen sind, aber rausgeworfen wurden, und das ist halt die Realität, die sind häufig in die Grundversorgung gefallen. Und bei vielen Grundversorgern wurden diese Neukunden von sehr hohen, reinen Neukundentarifen empfangen. Und wir halten diese Neukundentarife für unzulässig. Das ist unsere Rechtsauffassung und die wir auch vertreten in 3 Verfahren, die wir auf den Weg gebracht haben. Parallel hat auch ein wettbewerblicher Energieversorger auch gegen Grundversorger geklagt. Das heißt, es sind diverse Verfahren anhängig. Es gibt erste Urteile, die sagen, diese reinen Neukundentarife sind unzulässig. Es gibt aber auch Urteile, erstinstanzliche Urteile, die sagen, diese Neukundentarife sind zulässig. Jetzt geht es in die nächsten Instanzen und wir schauen. Klar ist also, diese Rechtsfrage ist umstritten, aber es ist auf keinen Fall so, dass die Aufspaltung der Grundversorgung in Neukundentarife offensichtlich zulässig wäre. Deswegen stellt sich aber die Frage, soll man diese hohen Neukundentarife zahlen? Wir empfehlen, die Zahlung nicht einfach zurückzuhalten und nicht einfach nur den günstigen Bestandskundentarif zu zahlen, statt dem Neukundentarif. Denn sonst hat man hier das Risiko einer Strom- oder Gassperre, weil der Grundversorger sagt, mir fehlt hier Geld. Und dann kann er ein, zwei Mal mahnen und dann kann er auch eine Strom- oder Gassperre aufnehmen. Und um dieses Risiko zu vermeiden, sollte man unter Vorbehalt den Neukundentarif zahlen. Auch diese Zahlung unter Vorbehalt ist nicht völlig risikolos. Wir halten aber das berechtigte Interesse an der Vorbehaltszahlung für sehr überwiegend und halten das Risiko für gering, dass der Grundversorger alleine aus der Tatsache, dass ich was unter Vorbehalt zahle, plötzlich sagt, man hätte nicht ordentlich seinen Tarif gezahlt. Das Risiko hatten wir gering. Dennoch muss man auch hier wieder darauf hinweisen, dass diese Rechtsfrage noch nicht geklärt ist. Also man sollte unter Vorbehalt zahlen. Das heißt, wer mit Überweisung zahlt, der sollte auch die Überweisung raufschreiben. Zahlung unter Vorbehalt und zusätzlich ein Schreiben schicken an diesen Grundversorger, indem man feststellt und mitteilt, man hält die Aufspaltung und diesen Neukundentarif für unzulässig. Man sollte einen Widerspruch einlegen gegen diesen hohen Neukundentarif. Man sollte fordern, beliefert zu werden zu den Preisen für Bestandskunden. Und man sollte nochmal klarstellen, dass sich der Vorbehalt nur bezieht auf die Differenz zwischen dem Neukundentarif und dem Bestandskundentarif und nicht auf das Gesamte. Wir haben hierfür einen Musterbrief bereitgestellt. Den sehen Sie hier rechts als Bild. Der ist online, den finden Sie auch online. Den können Sie für dieses zusätzliche Vorbehaltsschreiben nutzen. Wenn ich aber eine Einzugsermächtigung erteilt habe, könnte man zwar die Einzugsermächtigung widerrufen und dann selbst so überweisen, wie eben dargestellt. Das ist aber nicht völlig risikolos. Deswegen empfehlen wir, die Einzugsermächtigung nicht zu widerrufen, aber dieses zusätzliche Vorbehaltsschreiben an den Ersatz- und Grundversorger zu verschicken mit dem Inhalt, den ich eben dargestellt habe. Wir haben ja den Musterbrief dafür. Alle Infos, die ich jetzt erwähnt habe und noch ganz viele andere relevante Infos in diesem Zusammenhang, Abschlagserhöhungen, Preiserhöhungen,
Kündigungsrechte finden Sie online. Wir haben Frage und Antworten. Wir haben auch einen Podcast zu dieser Problematik erstellt. Das finden Sie alles online und sollten Sie nutzen. Das sind wichtige und hilfreiche Hilfestellungen. Und jetzt bin ich mit diesen beiden Themenkomplexen am Ende und übergebe wieder an meine Kollegin Frau Wallraff. Ein paar Fragen gab es auch schon im Chat. Ich werde jetzt erstmal meinen Teil zum Anbieterwechsel noch vorstellen und dann am Schluss, wenn wir dann noch ein bisschen auf den Chat eingehen können. Ich hoffe, dass jetzt alle auch die Startfolie sehen und gleich die nächste Folie. Zunächst einmal sehen Sie hier dargestellt, wie das Preisniveau von Verbraucherverträgen sich im Moment darstellt. Im Moment ist das Preisniveau bei Gaslieferverträgen schon sehr hoch. Im Januar lag es sogar mal ungefähr bei um die 16 Cent, zumindest je nach den Auskünften von Verivox. Aktuell zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher aber auch durchschnittlich 14 Cent pro Kilowattstunde für Neukundenverträge, wobei hier jetzt auch schon der Grundpreis eingerechnet ist. Aber man sieht einfach, wie extrem die Preise auch gestiegen sind. 2021 lagen die Preise noch eher durchschnittlich bei ungefähr um die Hälfte, so 6 bis 7 Cent wurden noch vor einem Jahr ungefähr fällig. Bei Strom ist es ähnlich. Auch hier sind die Preise deutlich gestiegen. Also aktuell bezahlen wir für Neukundentarife um die 38 Cent pro Kilowattstunde durchschnittlich. Im Jahr 2021 waren es noch eher so um die 30, 31 Cent, die da zu zahlen waren. Warum ist das so? Warum sind die Preise so extrem gestiegen? Das lässt sich überwiegend zurückführen auf die stark gestiegenen Beschaffungskosten. Hier dargestellt sehen Sie die Entwicklung seit dem Jahresbeginn 2021. Und dargestellt, was halt Unternehmen für den Einkauf ihres Gases bezahlen müssen an den Börsen. Und das ist hier so eine Art Mischkalkulation dargestellt zwischen kurzfristiger Beschaffung und langfristiger Beschaffung. Und Quelle von BDEW. Und hier sieht man, dass im ersten Quartal 2021 noch so ein bisschen weniger als 2 Cent pro Kilowattstunde bezahlt werden musste, allein für die Beschaffung. Und mittlerweile sind wir hier angekommen bei um die 8 Cent pro Kilowattstunde. Also ein Anstieg um den Faktor 4, beziehungsweise so um die 6 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist auch ungefähr in etwa das, was jetzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher an Mehrkosten zukommt. Bei Strom ist es ähnlich. Auch hier ist es so, dass die Preise deutlich gestiegen sind. Im ersten Quartal 2021 kostete die Kilowattstunde Strom noch eher so um die 5 Cent. Und mittlerweile sind wir so bei um die 15 Cent angekommen. Also auch hier ungefähr eine Verdreifachung, beziehungsweise so um die 10 Cent zusätzlich, die da zu zahlen sind. Das jetzt nur als Hintergrund. Grund für den Preisanstieg ist einfach, dass die Gasspeicher viel zu niedrig gefüllt wurden. Schon im letzten Sommer, nach einem relativ kalten Winter, waren die Speicherstände relativ leer. Die Preise auf dem Weltmarkt waren aber auch damals schon relativ hoch. Die Speicherhersteller haben nicht dementsprechend reagiert, haben sich vielleicht ein bisschen verzockt und wollten später Gas einkaufen. Aber infolge auch der Erholung der Weltwirtschaft seit dem letzten Sommer gab es halt eine sehr hohe Gasnachfrage. Die Preise waren einfach ab Herbst sehr hoch und die Speicherstände sind jetzt eigentlich die ganze Heizsaison viel zu niedrig gewesen. Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch mittlerweile einen geopolitischen Preis, der durch den Ukraine-Krieg natürlich auch geprägt ist. Und das führt halt einfach zu hohen Gaspreisen. Hohe Gaspreise wirken sich auch auf hohe Strompreise aus, denn Strom wird ja teilweise auch noch über fossile Energieträger erzeugt. Genauso haben wir es halt auch aktuell mit hohen Kohlepreisen zu tun, die den Strompreis weiter treiben. Und wenn Strom aus fossilen Energieträgern produziert wird, dann ist darauf auch ein europäischer CO2-Preis zu zahlen. Und auch dieser ist sehr hoch gewesen im letzten Jahr und ist weiterhin hoch. Und das alles führt zu hohen Strompreisen. Beim Anbieterwechsel ist es so, dass man nicht mehr sagen kann, wechseln Sie einmal im Jahr den Anbieter, dann lässt sich ein zweistelliger Betrag sparen, sondern häufig muss man Bestandskundentarife
im Moment günstiger sind als Neukundentarife. Also einfach das, was es im Moment am Markt gibt, ist häufig relativ teuer. Das heißt, der Wechsel lohnt oft nur, wenn ich eine Preiserhöhung bekomme oder eventuell auch sogar nur eine relativ drastische Preiserhöhung oder wenn ich halt in so einen teuren Grundversorgungsvertrag gefallen bin oder mich halt um einen neuen Tarif kümmern muss, weil eben mein Strom- oder Gasanbieter vorzeitig die Belieferung eingestellt hat. In manchen Fällen ist sogar der Grundversorgungstarif eine Option, denn es ist nicht so, dass es jetzt überall diese gespaltenen Grundversorgungstarife gibt oder diesen teuren Neukundentarif, sondern in manchen Fällen gibt es weiterhin einen Grundversorgungstarif für alle Kunden und oftmals ist der halt noch günstiger als diese eben angesprochenen durchschnittlichen 38 Cent bei Strom oder 12 Cent bei Gas oder 14 Cent bei Gas. Also das kann auf jeden Fall noch eine Option sein, die Sie in den Preisvergleich einbeziehen sollten. Zum Anbieterwechsel nutzen Sie am besten Vergleichsportale, weil das einfach die einfachste Möglichkeit ist, um Tarife und Preise zu vergleichen. Aber überprüfen Sie auf jeden Fall noch die Tarife beim Anbieter, denn aktuell sind leider nicht alle Tarife, die man im Portal findet, aktuell. Und deshalb bitte noch einmal überprüfen, ob dieser Tarif überhaupt noch so abschließbar und verfügbar ist. Erschwerend kommt im Moment hinzu, dass manche Anbieter vorübergehend keine Tarife anbieten für Neukunden. Das heißt, die Bestandskunden werden noch weiter beliefert, aber man hat den Vertrieb für Neukunden vorübergehend eingestellt. Dann findet man halt sowas auf der Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Angeboten. Leider können wir Ihnen jedoch aktuell keine Strom- und Gasprodukte anbieten. Erfahrungsgemäß sind jetzt aber auch schon wieder ein paar Anbieter mehr in den Markt eingestiegen, sodass es sich da hoffentlich mittelfristig wieder bessert. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch bei den Vergleichsportalen, die größten beiden, die es so gibt, sind Verivox und Check24, dass auch da dieser Grundversorgungstarif nicht in den Tarifvergleich einbezogen wird. Das heißt, wenn Sie so ein Portal benutzen, geben Sie Ihre Postleitzahl ein und Ihren Verbrauch. Und das ist dann, und dann wird als Vergleichstarif in der Regel, wenn Sie es nicht ändern, erstmal der Grundversorgungstarif eingestellt. Und das ist das, was Sie jetzt hier links sehen, in diesem Kästchen. In einer Stadt habe ich das jetzt durchgeführt, in der E.ON der Grundversorger ist. Und da sehen Sie, dass 76 Euro ungefähr pro Monat an Kosten einfallen würden. Aber das eigentliche Tarifvergleichsergebnis, das bezieht halt nicht diesen relativ günstigen Grundversorgungstarif ein, sondern hier wird als Platz 1 ein Anbieter ausgewiesen, bei dem man jetzt im günstigsten Fall 85 Euro pro Monat zahlen müsste. Also hier nochmal irgendwie, möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie auch bei den Portalen dieser Grundversorgungstarif nicht in den Vergleich einbezogen wird. Genauso ist es auf der Internetseite von vielen Grundversorgern. Hier habe ich jetzt mal einen Screenshot von E.ON gemacht und viele Energieversorger haben ja auch eigene Preisvergleichsrechner auf ihrer Internetseite, weil Anbieter üblicherweise mehr als einen Strom- oder Gastarif anbieten. Und wenn man dann hier Postleitzahl und Verbrauch eingibt, dann bekommt man bei E.ON zum Beispiel zwei Angebote ausgewiesen, zwei Sonderverträge. Aber es wird nicht darauf hingewiesen, dass es ja auch noch einen Grundversorgungsvertrag gibt. Dafür gibt es nämlich einen eigenen Rechner auf der Seite oder eigene Preisblätter. Und die Preise des Grundversorgungstarifs, die liegen hier jetzt zum Beispiel gerade bei 31 Cent der Arbeitspreis und 116 Euro der Grundpreis. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Preisen der beiden Sondertarife, 40 Cent, Entschuldigung, pro Kilowattstunde und 131 Euro Grundpreis pro Jahr, dann ist ja, wenn man den Bonus auch auf jeden Fall außer Acht lässt, ist auf jeden Fall dieser Grundversorgungstarif deutlich günstiger. Und ja, hierauf möchte ich Sie gerne aufmerksam machen. Das Zweite ist, wenn Sie ein Vergleichsportal nutzen, dann sollten Sie wissen, dass über dem eigentlichen Tarifergebnis oft Werbung geschaltet ist. Denn Vergleichsportale finanzieren sich über Werbung und Anzeigen von Anbietern. Und hier kann man es relativ schlecht erkennen, aber die beiden Ergebnisse über dem eigentlichen Tarifvergleichsergebnis, die sind so hellblau hinterlegt und dabei handelt sich es um Werbung und das eigentliche Vergleichsergebnis, das beginnt erst hier runter auf Platz 1, das ist eigentlich erst das erste Tarifergebnis. Und laut einer Studie des Bundeskartellamtes fallen sehr, sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf diese Werbeanzeigen über dem eigentlichen Tarifergebnis rein. Und so bitte schauen Sie, dass Sie
halt sich wirklich nur mit dem richtigen Tarifergebnis beschäftigen und nicht mit den Anzeigen darüber. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich einen neuen Tarif wähle, welche Eigenschaften sollte der haben? Welche ist eine Preisgarantie eventuell sinnvoll oder nicht? Und welche Vertragslaufzeit ist eventuell angebracht? Dann zur Preisgarantie kann man sagen, dass eine Preisgarantie natürlich grundsätzlich schützt vor steigenden Börsenpreisen. Im Moment ist es allerdings so, dass die Preisentwicklung sehr, sehr schwer vorhersehbar ist. Man rechnet allerdings damit, dass wir jetzt für dieses Jahr erstmal anhaltend hohe und wahrscheinlich auch weiterhin stark schwankende Preise haben werden. Das heißt, ja, grundsätzlich schützt jetzt eine Preisgarantie vor steigenden Beschaffungspreisen. Was wir bei Strom hingegen schon wissen, ist, dass es eine Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 geben wird. Und wenn man das brutto umrechnet, dann beträgt die Entlastung 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Frage ist allerdings, ob Energieversorger diese Abschaffung der EEG-Umlage, ob die 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben werden. Die Bundesregierung sagt dazu, dass sie erwartet, dass die Abschaffung der EEG-Umlage in voller Höhe weitergegeben wird. Aber meiner Kenntnis nach gibt es jetzt keine rechtliche Verpflichtung dazu bisher. Das heißt, ich würde Ihnen einfach raten, wenn Sie sich einen neuen Tarif suchen, dass Sie schon beim Anbieter fragen, wie er denn mit der Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 umgehen wird und ob das preismindernd berücksichtigt wird. Ich habe auch schon beim Energieversorger gesehen, dass der steht, dass er das 1:1 weitergeben wird, sofern das dann in Kraft tritt. Also auf jeden Fall da den Anbieter darauf ansprechen. Und bei Strom raten wir deshalb wegen dieser Abschaffung der EEG-Umlage eher dazu, sich nicht zu lange zu binden, also eher kurzfristig, damit ist gemeint maximal ein Jahr, da halt das Preisniveau wegen der Abschaffung der EEG-Umlage leicht sinken könnte. Und bei Gas hat eine Preisgarantie schon auf jeden Fall einen Mehrwert, daher sie ja vor steigenden Beschaffungskosten schützt. Allerdings sollte diese Preisgarantie nicht teuer erkauft werden. Das heißt, es sollte jetzt keine Die Preise sind ja jetzt gerade schon hoch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn jetzt noch ein Anbieter sagt, ein Tarif mit Preisgarantie, der ist jetzt aber nochmal irgendwie deutlich teurer als ein Tarif ohne Preisgarantie, sollte man eventuell sich nicht drauf einlassen, da muss man abwägen. Und genauso ist es mit der Vertragslaufzeit. Grundsätzlich sollte man sich besser nicht zu lange binden, besser bis zu einem Jahr oder um ein Jahr, einfach um doch flexibel noch auf Marktveränderungen reagieren zu können. Allerdings kann es sein, dass man teilweise deutlich attraktivere Verträge findet mit zweijähriger Vertragslaufzeit und eventuell ist das dann halt doch eine Option, sich 2 Jahre zu binden, wenn man dann halt einen günstigeren Tarif findet. Aber ansonsten würde ich eher auf ein Jahr gehen, wobei es natürlich super schwierig ist, in Anbetracht der Ukraine-Krise gerade vorherzusagen, wie sich die Preise entwickeln werden. Dann beim Tarifvergleich ist es wichtig, ein Vergleichsportal richtig zu bedienen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Vergleichsportale sich durch Provision und Werbung finanzieren. Und daher sind halt die Voreinstellungen im Vergleichsportal nicht immer unbedingt verbraucherfreundlich voreingestellt. Das heißt, Sie müssen diese Filter verändern. Das Wichtigste ist erstmal, wenn Sie ins Vergleichsportal gehen, dann geben Sie die Kosten ein, die Sie im Moment haben. Das ist dann halt Ihr Vergleichstarif. Wichtig ist aber dann auch zu überprüfen, stimmen denn die Kosten des Vergleichstarifs? Also Portale arbeiten immer mit den aktuellen Neukundentarifen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie einen Anbieternamen eingeben und Ihren aktuellen Tarifnamen, dann sollten Sie schauen, ob dann da überhaupt mit den richtigen Preisen gerechnet wird im Portal. So, dann sollten Sie die Filter verbraucherfreundlich voreinstellen. Wichtig ist, dass Sie ein möglichst großes Tarifangebot angezeigt bekommen. Und das bekommen Sie angezeigt, indem Sie Filter wie die direkte Wechselmöglichkeit ausstellen. Weil wenn diese direkte Wechselmöglichkeit angeklickt ist, dann werden Ihnen nur Tarife angezeigt, bei denen eine Provisionsbeziehung zwischen Anbieter und Portal besteht. Und wenn Sie, diesen Haken müssen Sie also auf jeden Fall wegmachen.
Ähnlich ist es mit dem Filter Kundenbewertung oder nur Tarife mit guter Kundenbewertung zulassen. Auch diesen sollten Sie ausstellen oder ausgestellt lassen, weil sonst bekommen Sie hier ebenfalls nur die Tarife angezeigt, wo ein Abschluss über das Portal erfolgt ist. Und andere Tarife, die halt diese Provisionsbeziehung nicht haben, die würden dann halt nicht angezeigt. Und Portalempfehlungen brauchen Sie auch nicht, da Sie die Filter ja verbraucherfreundlich voreinstellen und man auch nie so genau weiß, was hinter den Portalempfehlungen wirklich steckt. Den Bonus sollten Sie zunächst nicht in den Tarifvergleich einrechnen, denn dieser mindert ja nur die Kosten im ersten Vertragsjahr. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass Sie auf einen Bonus zwingend verzichten müssen. Sie sollten allerdings wissen, dass es manchmal Probleme bei der Auszahlung mit dem Bonus kommen kann oder Sie den Bonus nur auf Aufforderung erhalten und dass ein Tarif, wenn man den Bonus außen vor lässt, vom Arbeitspreis und Grundpreis häufig sehr teuer ist. Das heißt, dieser Tarif lohnt sich im ersten Jahr. Im zweiten Jahr wird er aber in der Regel recht teuer. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall die Kündigung nach dem ersten Vertragsjahr beachten und sich dann auch die Kündigungsfrist merken. Dann so eine grundsätzliche Regel, die wir auch kommunizieren, ist, dass die Erstvertragslaufzeit in der Regel maximal ein Jahr betragen sollte. Zulässig sind maximal 2 Jahre von Seiten des Gesetzgebers. Aber wir denken, dass man mit einem Jahr eigentlich immer günstiger fährt, gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo man schwer absehen kann, wie sich Preise entwickeln und wo es ja vielleicht durch die Bundesregierung noch die ein oder andere Entlastung, wie jetzt hier bei der EEG-Umlage gesehen, geben könnte. Ja, die Frage ist natürlich, wenn ich dann die Filtereinstellung bedient habe, bekomme ich ein Vergleichsergebnis, ein Tarifergebnis im Portal, aber welche Anbieter sollte ich denn da überhaupt wählen? Am besten ist es, eine kurze Internetrecherche durchzuführen. Um was für Anbieter handelt es sich da? Gibt es schon Verbrauchererfahrungen mit diesem Anbieter? Oder gibt es schon schlechte Erfahrungen mit manchen Anbietern? Ein typisches Vorgehen von unseriösen Anbietern, das ist häufig, dass zum Beispiel Jahresrechnungen nicht bezahlt werden oder dass ein Bonus oder ein Guthaben nicht ausgezahlt wird, dass es drastische Preiserhöhungen gibt. Entweder nach Ablauf der Preisgarantie oder wenn es keine Preisgarantie gibt, dann auch oftmals schon kurz nach Vertragsschluss oder dass es untergeschobene Verträge gibt. Das sind so die typischen Vorgehensweisen. Dann ist auch noch eine Hilfestellung, wenn es im Portal so eine Art Kundenbewertung gibt und wenn die dann schon negativ ausfällt, dann sollten Sie nach Möglichkeit diesen Anbieter natürlich nicht wählen. Hingegen heißt es nicht unbedingt, wenn es eine sehr gute Kundenempfehlung ist, dass der Anbieter in Zukunft keinerlei Probleme machen wird, aber ein Anbieter, der bereits auffällig geworden ist, den würde ich auf jeden Fall nicht wählen. Dann halten Sie Ausschau danach, ob Verbraucherzentralen vielleicht schon Abmahnungen oder Verfahren gegen einen Anbieter angestrengt haben und ob es Verfahren der Bundesnetzagentur gegen einen Anbieter gab. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass Sie einfach keine überhöhten Abschläge zahlen. Also der Abschlag muss zum Verbrauch des letzten Jahres passen und zu den aktuellen Preisen. Und wenn Sie jetzt monatlich, das machen auch leider ein paar Anbieter, dass Sie überhöhte Abschläge verlangen, wenn Sie jetzt da monatlich 10 oder 20 Euro mehr zahlen, dann könnte es einfach bei einer Insolvenz problematisch sein, dieses Geld zurückzubekommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Vorauskassetarife, zahlen wir einfach nie Geld im Voraus. Aber diese Vorauskassetarife sind zum Glück eine Seltenheit geworden. Dann ist vielleicht noch so eine persönliche Geschmackssache. Welchen Anbieter möchte ich wählen? Möchte ich ein Stadtwerk vor Ort irgendwie unterstützen? Möchte ich lieber zum großen Konzern? Möchte ich zum Ökostromanbieter oder zum Discounter? Das sind so die größten Kundengruppen meiner Ansicht nach, oder die größten Anbietergruppen meiner Ansicht nach, die es so bei den Energieanbietern gibt. Dann wie geht der Wechsel weiter? Sie beauftragen einfach den neuen Anbieter mit der Strombelieferung. Sie sollten allerdings eine Kündigung beim Altanbieter selbst vornehmen, wenn die Zeit kritisch ist, zum Beispiel auch, wenn Sie eine Preiserhöhung erhalten haben und da Ihr Sonderkündigungsrecht wahrnehmen wollen. Das können Sie übrigens machen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die neuen Preise in Kraft treten. Dann beauftragen Sie den neuen Anbieter und teilen Sie diesem entweder mit, dass Sie schon beim Altanbieter gekündigt haben oder beauftragen Sie diesen einfach mit der Kündigung beim Altanbieter.
Dann bekommen Sie die Auftragsbestätigung. Hier bitte nochmal überprüfen, ob die Preise stimmen, ob die Laufzeit stimmt und ob der Lieferbeginn in etwa passt. Und dann lesen Sie halt noch den Zählerstand zum Tag des Wechsels ab und erteilen diese Zählerstände dem alten und neuen Anbieter und dem Netzbetreiber mit. Das war es schon von meiner Seite. Ich würde noch gerne mal darauf hinweisen, dass wir auf unserer Aktionsseite, die gerade läuft, verbraucherzentrale.nrw/energiepreise, halt wie gesagt auch auf diese Seite mit den Frequently Asked Questions verwiesen haben und wo hier ja auch rechts auf der Seite nochmal die ganzen Musterbriefe aufgeführt sind, die der Kollege eben schon angesprochen hat. Und dass wir aber da auch ganz viele andere, auf ganz viele andere Seiten noch von uns verweisen. Wir haben auch noch andere Vorträge neben diesem hier zu verschiedenen Themen, Wärmepumpe, Photovoltaik, Energiesparen, die Sie gerne wahrnehmen können. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, welche Fragen im Chat eingegangen sind und hoffen, dass wir diese noch beantworten können. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Christina, hörst du mich? Ich höre. Holger. Ich hatte ja den Chat im Blick und es sind auch ein paar Fragen eingegangen. Ich kann ja vielleicht mal die erste Frage aufgreifen. Das ist eine Problematik, die gerade einige Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft. Also es geht darum, dass einige Anbieter in der Sonderversorgung, also wir reden jetzt gar nicht über Grundversorgung, sondern im Sonderversorgungsvertrag, zurzeit Altverträge kündigen und direkt neue Verträge anbieten. Und wir reden jetzt nicht über diese Kündigungen, die wir eben angesprochen haben, sondern ordentliche Kündigungen. Hier wird gefragt, ob das alles so in Ordnung wäre, ob der Tarif, der da angeboten wird, gut ist oder ob man noch außerhalb von den Vergleichsportalen noch bessere Tarife finden würde. Also ich kann ja kurz mal vielleicht eine kurze Einschätzung geben und dann ihr beiden anderen noch was dazu sagen. Also wir müssten zunächst mal schauen, ist eine ordentliche Kündigung, die in der Regel von dem Anbieter vorgenommen werden darf, fristgemäß. Das kann man über die Jahresrechnung zum einen sehen, also wie die Vertragslaufzeiten sind, also die letzte Jahresrechnung vielleicht mal hervorkramen und mal reinschauen. Und über die AGB, was da für Regelungen sind. In der Regel ist es in Ordnung, wenn der Anbieter eine ordentliche Kündigung ausspricht. Ob der neue angebotene Tarif gut ist, ja, bekommt man eigentlich nur durch Vergleiche raus. Ich habe jetzt auf jeden Fall einige Angebote gesehen, die zwar teurer geworden sind oder wo die Preise gestiegen sind, aber für Bestandskunden eigentlich immer noch ein relativ gutes Angebot hatten. Viele Anbieter gehen jetzt, oder einige Anbieter gehen jetzt auch hin und setzen einen QR-Code, also schreiben das neue Angebot nicht konkret, den Tarif benennen die nicht in dem Kündigungsschreiben, sondern sagen bitte hier QR-Code nutzen. Das hat damit zu tun, dass die ganz offensichtlich tagesaktuelle Angebote anbieten möchten. Genau, Christina, vielleicht noch Einschätzungen außerhalb von Vergleichsportalen, ob es da noch bessere Angebote irgendwo gibt? Ja, ich habe schon in Einzelfällen gehört, auch von unseren Beratungskräften, dass es in Einzelfällen auch erfolgreich sein kann, einfach zum Telefonhörer zu greifen und zu fragen, können Sie mir bitte noch ein anderes Angebot machen? Ob das natürlich immer klappt, weiß ich nicht. Aber das kann man auf jeden Fall versuchen, auch vielleicht, wenn man schon irgendwo länger Kunde ist, oder einfach auch so den Anbieter nochmal zu kontaktieren über das Kundencenter. Ob das aber grundsätzlich möglich ist, also in Einzelfällen würde ich sagen, kann das sein. Und ich würde auch jedem vielleicht raten, den Versuch zu unternehmen. Dann gab es noch den Hinweis, dass aufgefallen ist, dass in neuen Angeboten, und das beobachte ich auch oder beobachten wir auch, häufig der Grundpreis gestiegen ist und der Arbeitspreis relativ moderat geblieben ist. Was hat es damit auf sich? Oder wo könnte da ein Problem drin bestehen?
Christina? Ja, bei Strom sehe ich jetzt nicht so ein hohes Problem, aber wir hatten es schon mal im letzten Sommer bei Gas, dass ein Anbieter einen sehr hohen Grundpreis bei Gas hatte und der Arbeitspreis war außergewöhnlich niedrig, aber dann hat dieser Anbieter viele Neukundenverträge so im Frühjahr abgeschlossen, also dann, wenn man kaum noch heizt und hat dann einfach ordnungsgemäß gekündigt mit Beginn der Heizperiode, sodass halt die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Sommermonate einfach diesen extrem hohen Grundpreis zahlen mussten, aber kaum mit Gas beliefert wurden. Also insbesondere bei Gas wäre ich da sehr vorsichtig und würde nicht mich auf den Tarif einlassen, den der Anbieter dann einfach monatlich kündigen kann und dann eventuell schon zum Beginn der Heizperiode einfach wieder beendet. Ansonsten kann ein Energieversorger grundsätzlich Arbeitspreis und Grundpreis so festlegen, wie er möchte. Ich finde es schon ein bisschen problematisch, weil man natürlich durch einen hohen Grundpreis und niedrigen Arbeitspreis ein bisschen die Möglichkeit einberaubt wird, durch vielleicht bewussteres Verbrauchsverhalten weniger einzusparen einzusparen und hat dann aber weniger Einsparpotenzial, wenn der Grundpreis hoch ist und der Grundpreis ja nicht verbrauchsabhängig ist. Genau, also gerade bei Haushalten mit einem geringen Verbrauch, da macht es natürlich keinen Sinn, einen extrem hohen Grundpreis zu haben. Ansonsten muss man am besten durchrechnen, was ist der durchschnittliche Preis, den man hat, inklusive Grundpreis. Das bewusstere. Oder wenn man vielleicht eine Sanierung vornehmen will, irgendwie am Haus oder Gebäude, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, einen hohen Grundpreis zu haben. Und ansonsten, würde ich einfach immer darauf achten, wie der Gesamtpreis sich dann ergibt. Genau, dann hatten wir noch eine Frage, dass jetzt da ein Angebot eingegangen ist ohne Preisgarantie, ob dann eine Preiserhöhung jederzeit möglich sei. Im Prinzip ja, allerdings, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Das ist in den AGB geregelt, welche Voraussetzungen das genau sind, die erfüllt sein müssen. Kann man sehr genau auch mal nachlesen. Also es ist meistens ein kurzer Absatz und es läuft darauf hinaus, dass Kostensteigerungen beim Anbieter angefallen sind, die durch Kostensenkungen nicht abgefedert werden. So, und in diesem Fall können in der Regel Anbieter die Preise erhöhen, müssen das aber mitteilen unter bestimmten Ankündigungsfristen, müssen benennen, warum sie die Preise erhöhen, welche Preise, Preisbestandteile sich verändern und müssen darstellen, warum es dazu gekommen ist und sind der Wahrheit verpflichtet. Also das, was Sie da als Gründe angeben, muss auch stimmen. Dann ist eine Preiserhöhung möglich. Nachfrage noch dazu, ob immer ein Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhung besteht. Kann man auch grundsätzlich sagen, ja, es gibt weniger Ausnahmen, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Holger, hast du vielleicht noch eine Ergänzung? Oder eine Nicht dazu, es gibt noch eine Frage zu Abschlägen. Mhm. Und natürlich müssen sich die Abschläge orientieren am Verbrauch und nicht an irgendwelchen deutschlandweiten Werten. Das ist sowieso ein sehr wichtiges Thema, die Abschlagshöhe, die man dauerhaft immer wieder überprüfen sollte, ob das noch stimmt, auch in den Sonderverträgen. Denn wenn man erstmal zu viel Geld rübergereicht hat und dann kommt es zu Problemen, ist es immer schwer, sich was zurückzuholen. Deswegen sollte man in allen Tarifen immer mal die Abschläge sich anschauen, ob die denn noch gerechtfertigt sind oder wenn man merkt, die sind eigentlich zu hoch, dann den Versorger auffordern, die Abschläge anzupassen an den tatsächlichen Verbrauch. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Grundsätzlich gilt auch für den Grundversorger.
Genau, finde ich auch immer ganz wichtig. Also gerade nach der letzten, nach einer Jahresrechnung, die man bekommen hat, sollte eigentlich fast Pflichtprogramm sein, zu überprüfen, ob die neu festgesetzten Abschläge dem Verbrauch des letzten Jahres entsprechen. Weil das ist der Verbrauch, der eigentlich gefordert werden darf. Und das ist meiner Ansicht nach, ich glaube auch unserer Ansicht nach, eigentlich der beste Schutz auch vor Insolvenzen. Weil wenn man kein Guthaben aufbaut, was man ja in der Regel durch zu hohe Abschläge aufbaut, dann ist auch eine Insolvenz eigentlich unproblematisch zu überstehen. Wir haben noch eine Frage zur speziellen Konstellation bei Wohnungseigentümergemeinschaften, bei Verwalterwechsel. Ich glaube, das können wir nicht beantworten. Also ich zumindest nicht. Das ist zu speziell. Genau. Ansonsten sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Kann ein Versorger einen schon länger laufenden Vertrag, jetzt gibt es ja eine kürzere Kündigungsfrist seit dem 1. März von nur einem Monat und nicht mehr von 3 Monaten, ob dann trotzdem der Anbieter einen schon länger laufenden Vertrag mit dieser neuen kürzeren Kündigungsfrist kündigen kann? Also meiner Kenntnis nach, soll vielleicht ihr die Juristen besser beantworten, meiner Kenntnis nach ist doch bei laufenden Verträgen, bei Bestandsverträgen, dass weiterhin noch die alten Kündigungsfristen auch gelten, die in den AGB stehen. Genau. Also nein, kann er nicht. Das gelten die AGB des Vertrags des Laufenden. Richtig. Genau, das sind ja auch verbraucherschützende Vorschriften, die da nur eingeführt worden sind. Also in die AGB schauen, was da geregelt ist. Ja, gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann passt das ja auch ganz gut mit der 1 Stunde, die wir uns vorgenommen hatten. Es wird gerade noch gefragt, ob wir bitte die Folien teilen können. Also die Vorträge oder dieser Vortrag heute, der wird, ist ja aufgezeichnet worden und jetzt müssen wir mal schauen. Genau, die werden auf jeden Fall beide oder der Vortrag wird bei YouTube zu finden sein. Und wir werden den Link natürlich auf unsere Internetseite stellen. Dann darf ich mich im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für die Aufmerksamkeit und auch den Referenten, Holger und Gregor, danke ich. Und wünsche allen noch eine gute Woche.